Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und mein Blitzerschreiben ist da. Ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich dachte, ich wäre mit 30 oder so zu viel da reingefahren. Ich bin aber irgendwie reingefahren, Abzugtoleranz mit 22 zu viel. Punkt kriege ich wahrscheinlich trotzdem. Ich hatte nachgeguckt, 22 zu viel außerhalb geschlossener Ortschaften in einer 50er-Zone kostet trotzdem irgendwie 70 Euro und ein Punkt. Ist dann so, auf jeden Fall ist es auch kein Bußgeld-Dingsbums, sondern Anhörung. Also muss ich jetzt hinschreiben, ja, dass ich da reingefahren bin, bla bla bla. Und ja, genau, dann doch nicht so schlimm. Wie gesagt, ich bin kein Raser. Ich habe mir das letzte Jahr irgendwie nichts zu Schulden kommen lassen. Also wie gesagt, soll ich wohl meinen Führerschein behalten. Ja, so viel dazu. Das ist das. Auf jeden Fall bin ich seit ein paar Tagen dabei. Ich wohne jetzt hier seit, ich glaube, 2 Jahren. Ich bin seit ein paar Tagen dabei, meinen Gäste-WC fertig zu machen. Ich hatte damit schon mal angefangen, dann wieder aufgehört. Dann haben wir es als Baustellenklo benutzt. Und ja, meine Freundin meinte, die Baustelle ist jetzt seit 2 Jahren zu Ende. Ich könnte das einmal fertig machen. Hin und her, da haben mich die Tage angefangen. Ich kann das auch einmal zeigen, wie das aussieht. Und zwar kommst du hier zur Haustür rein. Hier ist dann sofort das Gästeklo. Da war früher, also den Kasten habe ich jetzt davor gebaut. Da war früher ein normaler Spülkasten und dann mit so einem Klo davor. Wie gesagt, das ist halt nicht mehr so zeitgemäß, so ein Spülkasten, deswegen habe ich das weggerissen. Dieses Ständerwerk dahingestellt, Toilette vorgehangen. So war das jetzt auch 2 Jahre. Ja, jetzt habe ich den Kasten gebaut. Ich habe aber keinen Bock, die ganzen Fliesen wegzukloppen, weil früher hat man immer bis unter der Decke gefliest. Und ich weiß auch nicht, wie das hier ist, ob das einfach weggeht oder ob das richtig dick im Speis ist. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass man übere Fliesen drüber spachteln kann. Und das wollte ich jetzt machen. Wie gesagt, der Raum ist auch total winzig. Ne? Ist halt ein Gästeklo, Toilette, Waschbecken, reicht. Heizung hängt hier vorne, die habe ich schon abgenommen. Genau, jetzt wollte ich das eben mit so einem Haftgrund speziell für Fliesen einmal eben drüber pinseln, dann soll das irgendwie, keine Ahnung, 24 Stunden oder sowas, soll das dann so ein bisschen einziehen. Kann ich das morgen spachteln? Ich habe gar keinen Bock auf Spachteln, ich hasse das und ich kann das auch nicht besonders gut. Ich habe das oben im Badezimmer bei mir gemacht und in noch 2 Räumen. Da habe ich das erste Mal gemacht, ist ganz okay. Ja, ich sag mal, wenn du dann so vor der Wand stehst, dann siehst du, dass es nicht geil ist, aber ich sag mal, auf den ersten Blick ist schon ganz, ganz gut. Und wie gesagt, jetzt wollte ich das hier auch einmal spachteln, dann brauche ich auch nie wieder irgendwie mir Gedanken machen. Wenn meine Freundin dann eine andere Farbe will, dann soll sie sich einen Pott Farbe kaufen, hier rüber pinseln und wenn sie ein halbes Jahr später eine andere Farbe haben will, dann kann sie wieder drüber pinseln. Ich weiß nicht, halt nichts von Tapetenkleberei, Fliesenkleben. Ich glaube, wenn ich hier anfange, Fliesen zu kleben, kannst du den Raum wegsprengen. Dafür, wer meine Videos kennt, weiß, dass ich da nicht so der Filigrane bin, sondern ist nicht schlimm, wenn es schnell geht. Also wie gesagt, spachtle ich hier einmal drüber, dann schleife ich das ein bisschen, dann kann man das irgendwie anpinseln und gut ist. Ja, genau. Und jetzt würde ich das eben einmal mit diesem Haftgrund einpinseln oder erstmal die Fliesen eben abwaschen. Genauso wie hier. Hier hing jetzt irgendwie 30 Jahre ein Spiegel, der ist auch nicht mehr. Wie gesagt, da wollte ich jetzt einmal drüber putzen, dann den Haftgrund drauf streichen, dann kommt in einer Stunde ein Kumpel, dann wollte ich mir noch so ein Quiel kaufen und noch irgendwie so 2, 3 Kleinigkeiten. Genau, und dann wollte ich das morgen verputzen. So, den Raum habe ich jetzt sauber gemacht. Das ist das, was ich gekauft habe, super Grund, bla bla bla. Und zwar steht hier drin, universal einsetzbarer Haftgrund auf glatten, saugenden und nicht saugenden Untergründen, bla 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 bla. So, für mich wichtig, hier steht auch für Fliesenbelege. Ja, Kamera, kriegen wir es hin? Ja, hallo, guten Tag. Ja, Fliesenbelege, das ist das, was ich hören will. Ich könnte das verdünnen, dann müsste ich es aber auch durchrühren, will ich nicht. Hier steht drauf, unverdünnt für 20 Quadratmeter, der Raum hat, keine Ahnung, 4 Quadratmeter. Also sollte das sogar, wenn ich es großflächig mache, reichen. Da ist der Plan, ich kippe das da rein, nehme hier so eine Rolle, das war so eine fusselige, ich habe jetzt keine andere. Ich fahre jetzt gleich mit dem Kumpel los, was kaufen, aber vorher wollte ich das fertig haben. Kann das schon ein bisschen anziehen. Ich
dachte, das wäre durchsichtig. Guck dir mal die Farbe an. Einer mit. Ja, und dann würde ich sagen, versuche ich mein Glück. Pinsel das ja jetzt kackendreist drauf. Soll wohl schief gehen. Sag mal, kaputt machen kann ich ja nichts. Die Fliesen sollen ja sowieso verdeckt werden. Aber man merkt auf jeden Fall, das klebt wie Sau. So, ich mache das weiter, weil die Speicherkarte ist gleich voll. Und ja, dann melde ich mich gleich, wenn ich das fertig habe. Aber bis jetzt bin ich erstmal ganz zufrieden. Das sieht ganz gut aus. So, ich weiß nicht, ob man sieht, das hat super gut funktioniert. Hier ist jetzt auf jeden Fall überall so rotes Zeugs drauf. Ah, so wie hier, da habe ich eine Spinne mit eingearbeitet. Auf jeden Fall habe ich das jetzt alles schön dick eingepinselt. Wie gesagt, das Ding ist jetzt leer. Und ich muss sagen, das funktionierte richtig gut. Das ist wie so eine Art Kleber oder so. Das setzt sich richtig fest auf die Fliese. Und ich denke mal, was ist denn jetzt mit der Kamera los? Ja, wie gesagt, das ist wie so Kleber. Das setzt sich auf die Fliese ab. Und ich denke mal, dadurch hält dann später auch der Putz da drauf. Das hat ganz gut funktioniert. Bis mein Kumpel da ist, dauert noch eben ein paar Minuten. Deswegen springe ich eben durch die Dusche. Ich habe die ganze Zeugs auch ein bisschen in die Fresse gekriegt. Und in dem kleinen Raum ist es richtig eklig warm gewesen. Ich springe jetzt unter die Dusche. Dann fahren wir eben noch ein paar Bausachen kaufen. Hier so ein Quiel, ein paar Eimer und so, dass ich den Putz vernünftig anrühren kann. Ein, zwei Kellen, dass ich dann morgen muss ich in Imbiss, übermorgen putzen kann. Ja, wie gesagt, dann sehen wir uns gleich. So, ich bin jetzt schon wieder da. Ich hatte mir jetzt hier diese Rührdinger, keine Ahnung, Quiel oder wie nennt man das, habe ich mir gekauft, ein paar Handschuhe, dann für den Boden noch hier zum Abdecken, dass das Vinyl nicht komplett versauert wird, wenn ich hier am Spachteln bin. Das Zeugs an sich ist, glaube ich, schon trocken, das ist wie so Kleber, das hält richtig fest zusammen. Ist hier eine Poren überall drin, in den Fugen, also wie gesagt, da bin ich ganz guter Dinge, dass das funktioniert. Ich lasse es ja trotzdem noch trocknen heute. Heute fange ich nicht mehr an. Ich muss jetzt noch ins Büro. Ich habe gar keinen Bock da drauf. Muss ich aber machen, weil es fast Ende des Monats ist. Und ja, wie gesagt, das werde ich dann wahrscheinlich morgen machen. Oder übermorgen. Morgen muss ich arbeiten. Also morgen Nachmittag muss ich arbeiten. Vielleicht mal das dann übermorgen. Das sehe ich dann. Auf jeden Fall lasse ich das erstmal trocknen. Das ist soweit vorbereitet. Ich habe alles da, wenn ich anfange. Will, kann ich anfangen. Die Decke muss ich noch neu machen. Da sind wir noch überlegen, ob wir die einfach weiß überstreichen. Oder ich hatte überlegt, ob ich hier so einen Kasten drunter baue mit so indirekter Beleuchtung. Wäre jetzt, glaube ich, auch nicht so die große Sache. Aber ja, wie gesagt, ich mache das immer spontan. Überlege ich mir dann genau, wie ich das mache. Auf jeden Fall ist heute Montag und am liebsten hätte ich das zum Wochenende hin fertig. Aber ja, mal gucken, wie ich klarkomme. So Leute, das soll's für heute von mir gewesen sein. Büro habe ich soweit fertig. Wie gesagt, jetzt schneide ich das Video noch. Wir haben jetzt 10 vor 8. Wie gesagt, Video schneide ich heute noch. Wahrscheinlich lade ich es heute noch hoch. Genau. Abonniert gerne den Kanal. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Gebt dem Video gerne ein Like hoch. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns die Tage. Bis dahin und tschüss.